Ja, weil wir wollen, dass es ja unendlich viel Wasser wird. Zack. Habe ich überhaupt genügend Platz hier? Ah, oh, das war natürlich. Das wäre natürlich wieder super. Oh, nee. Zu wenig Platz. Klar, daran hätte ich natürlich auch gleich denken können. Wie viele Eimer haben wir denn jetzt? Zwei. Jetzt schauen wir doch mal, ob die zwei Eimer nicht halten, reichen. So. Und zurück zu unserer. Zack. Zu unserem Brunnen. Füllen den erstmal richtig voll. So. Tja, da ist ja mal gar nichts passiert. Oder muss das so? Vielleicht muss ich das eher mal ein bisschen am Rand platzieren. Auch nichts passiert. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir das mal so und hoffen, dass das nicht weiter stört. Wo ist jetzt mein dritter? Habe ich den Eimer nicht eingesammelt? Zu tief ins Meer geschossen, so kann es gehen. Ja, hier bauen wir jetzt noch ein kleines Dächlein drauf. Dazu haben wir hier etwas Zaun. Da dachte ich mir, vielleicht so etwas. Eins muss es noch höher. Das dauert mir immer etwas lange. Hätte ich jetzt auch die Axt nehmen können. So, hier drauf, da drauf. Zack. Und dann, genau. Verbinden wir die Trägerstäbe miteinander. Und sorgen dann dafür, dass wir dann hier gleich ein schönes Dächlein draufkriegen. Und zwar machen wir das mit Stufen. Und dafür geht schon wieder die Sonne unter. Es geht schon wieder die Sonne unter. So schnell kann es gehen. Bauen wir uns hier erst nochmal ein kleines Hilfsgerüst. Zack, zack, sind wir schon oben. Und platzieren dann unser Dach. Noch sehen wir genug. Yep. 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 Wunderbar. Dann können wir das auch gleich auf der anderen Seite machen. Okay, ich hänge fest in einem Zwischenstadium aus Hüpfen und Stufe. Ein Traum. Ich glaube, das Problem hatte ich schon mal. Kann man nur lösen, indem man die Treppe wieder abbaut. Und zwar. Obwohl ich die Axt genommen habe, hat es echt lange gedauert. Da müssen wir uns gleich nochmal ein kleines Hilfstürmchen bauen. Vorher gehen wir aber kurz schlafen, genießen noch kurz hier diese wunderschönen Sonnenuntergang. Und ab geht's in die Haia. Hinein in die gute Stube. Tür zu. Rein ins Bett, Affe tot und gute Nacht. Ja, ist das mittlerweile schon der dritte Tag, der vierte Tag? Ich weiß es nicht. Schön, dass ihr noch dabei seid. Hier draußen wieder unsere Kühe am Start, die für sich so sehr vermehrt haben, dass sie praktisch sich gegenseitig schon aus dem Gehege rausquetschen. Sie quillen praktisch über. Und ja, guten Morgen. Hier eine Kuh, können wir gleich mal schlachten. Zack. Bevor die hier nämlich im Weg rumstehen. Das sind so die einzigen NPCs, die ich eigentlich nicht frei rumlaufend im Dorf haben möchte. Dann bauen wir hier noch unser zweites Hilfskonstrukt. Können wir eigentlich auch so machen. Dann kommen wir da gleich noch ein bisschen leichter wieder drauf. Und hier kommen die Stufen drauf als unser kleines Dach. Wunderbar. Dann könnten wir hier eigentlich jetzt. Das ist jetzt die Frage: Setzen wir da noch einen dran? Da müssten wir aber erstmal Holzblöcke hinbauen und dann an die Holzblöcke noch was dran bauen.
Das könnten wir machen. Mal schauen, wie das aussieht. Ich möchte es eigentlich nicht zu wuchtig haben. Wie sieht das denn jetzt aus? Das sieht okay aus. Das könnte man fast schon so lassen. Ist mir aber eigentlich schon ein bisschen zu hoch dafür, dass es einfach nur ein Brunnen ist. Aber es hat natürlich auch was von Dach. Ich würde sagen, wir lassen das mal so und bauen hier mal das Hilfsgerüst ab. Schauen uns das dann mal in alleine stehend an. Und kann man eigentlich machen. Ist mir fast ein bisschen zu neutral, zu einfach. Vielleicht können wir dann ein dunkleres Holz als Dach nehmen. Das wäre natürlich eine Idee. Oder ein helleres. Andererseits entspricht natürlich das auch hier dem Gebäude. Also ich würde sagen, wir lassen das mal so. Aber machen wir noch ein paar Dekorelemente ran. Und zwar schöne Knöpfe. Die können wir eigentlich hier ran machen. So. Kann man die eigentlich auch da oben drauf machen? Nö. Die könnten wir jetzt auch noch hier hin machen. Allerdings hätte ich da ja dann lieber Steinknöppel. Die sehen dann vielleicht so ein bisschen aus wie Steinnägel. Kennt ihr vielleicht noch aus dem Mittelalter? Da hat man eben noch keine richtigen Eisennägel gehabt, sondern Holznägel und Steinnägel und Nagel, die Nagel, die Nägel, was sagt man denn da? Ja, aber so gefällt mir das gleich schon ganz gut. Eigentlich bräuchten wir hier noch so ein Gewinde und einen Eimer dran. Allerdings wüsste ich jetzt nicht, wie wir das in die Tat umsetzen. Aber wir werden mal Steinnägel, können wir die auch so fabrizieren? Vielleicht mit normalen Stein. Mit normalen Cobbles, die haben wir jetzt hier natürlich gerade nicht da. Also nochmal kurz ins Lager runter. Das tut mir leid, dass ich jetzt hier ein bisschen viel laufen muss. Da ihr ja schon ziemlich viel laufen musstet und ich viel geredet habe und viel gesagt habe und noch nicht so viel gemacht habe. Aber dann können wir hier das kleine Brunnenprojekt abschließen und vielleicht sogar schon die Aufnahme beenden. Denn das, ja, jetzt habe ich hier natürlich keinen Platz mehr, ist klar. Tu mal kurz das Fleisch hier rein. Denn wir haben jetzt auch schon gute 1 Stunde 10 Minuten aufgenommen und ja, wie geht das denn? Irgendwie blicke ich es gerade nicht. Tja, ist halt auch schon ein bisschen was her. Also, aus dem kann man das machen? Kann man aus den Knöpfen das machen? Ich dachte, ich könnte jetzt Eisen- oder Steinknöpfe machen. Aber hatte ich denn nicht noch Steinknöpfe übrig? Tja. So sieht das aus. Wir könnten natürlich hier mit dem Redstone Ore noch ein bisschen was bauen. Hier haben wir noch Obsidian. Nein, ich glaube, dann lassen wir das. Mal schauen, vielleicht haben wir noch ein Element, das man vielleicht als Holz verwenden könnte. Hier hat man zum Beispiel dunkleres Holz. Nein. Na gut. Dann packen wir mal das Leder wieder dahin, wo es gehört. So, holen da vorne das Fleisch wieder raus. Das war hier drin, hat da nämlich gar nichts drin zu suchen. Na, wo habe ich sie denn jetzt hin? Komisch. Okay, Öfen sind leer. Ja, gut. Tja, dann schauen wir uns noch mal den Brunnen an. Hier sieht man den schon ein bisschen. Hier haben wir übrigens Kakaopflanzen mal angebaut. Das sind hier diese orangenen Plömpel hier an den Stämmen. Ja, wollte ich einfach mal ausprobieren und mir mal Schokolade machen, also einen Kakao brauen. Dazu brauchen wir nämlich Kakaobohnen, die man so erhält. So, habt ihr gesehen? Das sind die Kakaobohnen. Die kann man jetzt verwenden, um ein leckeres Kaltgetränk herzustellen. Oder einen Kuchen zu backen. Und ja, das war hier so ein kleines Experiment. Hat funktioniert. Müssen wir mal gucken, ob das hier überhaupt noch hinpasst, denn ist natürlich ein ganz anderes Theme. Klar, dass hier eigentlich keine Kakaobohnen wachsen. Ja, wir haben ja eher so ein bisschen Norden. Ja, müssen wir mal schauen. Also jetzt stören sie noch nicht, vielleicht machen wir es aber weg. So, und hier der Brunnen. Sieht okay aus. Ist eigentlich ganz nett, ist ein einfacher Brunnen.
nicht zu dick aufgesetzt. Ja gut, vielleicht könnte man da noch ein bisschen eher hier auch hier den Bewuchs aufnehmen. Dazu bräuchte ich jetzt natürlich eine Schere, um hier ein bisschen was abzutragen und dann das hier anzubringen. Wäre eigentlich schon schön, wenn hier etwas runter wachsen würde. Ja, dann bringen wir doch jetzt erstmal, Entschuldigung, dass ich jetzt wieder zurück muss, aber wir bringen jetzt erstmal ein bisschen was von dem Equipment zurück und holen uns eine Schere, bauen ein bisschen was von den Lianen ab und machen die an den Brunnen dran. Und dann machen wir auch den Sack zu von dieser Aufnahme. Was war hier drin? Dann tun wir mal eine weg. Dann packen wir das Holz. Das war früher mal die Holzkiste, deswegen gehe ich da immer noch mal aus Versehen dran. Hier haben wir Holz. Packen wir das Holz mal zusammen. Man könnte natürlich noch zum Brunnen Holz auslegen, fällt mir da mal gerade ein. Denn da braucht man ja auch einen Weg hin. Was haben wir denn für einen Weg? Ja, dann ist ganz klar, nehmen wir hier den und den. Das können wir zurück. Brauchen wir dann. Nein, das brauchen wir nicht. Den können wir zurück. Die Cobblestones können wir eigentlich auch zurücklegen. Sand kommt hier rein. Ja, ihr seht schon, wie ich hier so ein bisschen arbeite. Cobblestones wieder zurück. Da ist das Fleisch, kann man auch wieder raus. Die Bohnen kommen hier hin. Ordnung ist das halbe Leben, meine Freunde. Deswegen immer schön sortieren. Gucken, dass alles seine Ordnung hat. Denn wenn ihr jetzt nicht anfangt zu sortieren, dann wird es leider zu einem unfassbaren Chaos, denn das ganze Spiel scheint einfach zu sein, trivial zu sein. Aber hier gibt es auch tanzende Kühe, wie ihr gerade draußen gesehen habt, die es lieben, auf Fackeln gebraten zu werden. Zumindest sieht das gerade so aus. Super Kuh. Die mag einfach ein bisschen. Naja, die steht da wohl drauf. So, dann auf zu unserem Brunnen. Schere habe ich dabei. Dann machen wir hier doch jetzt noch ein bisschen den Weg hin zum Brunnen. Man muss ja auch irgendwie ran. Wie breit könnte der denn werden? Reicht da eins? Dann haben wir hier auch noch ein bisschen mehr Let's Play drin. Tja, gleich mal die Schaufel kaputt. Aber ich habe ja immer einen Schaufelvorrat am Start. Ist das jetzt zu breit? Reicht da auch eins? Das werden wir gleich mal sehen. Dann legen wir erstmal hier. Oh. Da könnte man eigentlich auch gleich eine Stufe einbauen. Nicht, dass man das unbedingt da bräuchte, aber das ist dann einfach ein bisschen schlüssiger. Wir sind da hier auch eine Ebene drüber. Habe ich denn hier? Ich muss mal kurz was testen. Was habe ich denn hier verwendet? Ah, hier habe ich Slabs verwendet. Dann ist natürlich klar. Eigentlich sollten wir dann konsequenterweise auch Slabs verwenden. Aber wie gesagt, eigentlich müssen wir nicht immer alles auf einer Ebene machen. Das macht ja eigentlich auch den Reiz aus, dann bei solchen Städtchen. Da kann man auch ruhig mal. Ja, da müssen unbedingt zwei Ebenen rein. Sonst macht das keinen Sinn. Ist der jetzt kaputt? Nee. So, dann machen wir hier den Slab rein. Dann kommt wieder die Treppenstufe an Start. Zack. Und dann können wir weiterbauen mit den Bricks. So. Tja, dann würde ich sagen, hier kann man wunderbar Wasser holen. Das sieht gut aus, das kann man so lassen. Dann müssen wir aber auch schauen, dass wir hier noch eine Beleuchtung haben. Mal gucken, wie hier Fackeln drauf aussehen. Oh, direkt über dem Holz. Brennt das? Nö, ne? Sieht ehrlich gesagt ziemlich bescheuert aus. Da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Vielleicht machen wir die Fackeln dann lieber an die Seite. Ja gut, aber da oben.
Doch, viel besser. Ja, auch eine schöne Stimmung eigentlich. Das passt schon, so machen wir das. Wir müssen dann, ah gut, sowas hätten wir natürlich auch noch als Möglichkeit. Hier einfach nur so auf so ein Zaunding drauf. Finde ich es auch nur eine Notlösung. Da muss ich mir auch noch einfallen lassen, was ich damit mache. Ja, aber soweit. Seid ihr dabei gewesen, wie ich diesen wunderschönen kleinen Brunnen gebaut habe? Ah, jetzt aber noch nicht vergessen, im Eifer des Gefechts habe ich die Schere nicht eingepackt. Doch, da ist sie. So, nehmen wir die Schere und bauen dann ein bisschen was davon ab. Das wächst ja nach, wie ihr wisst. Zack, zack. Und versuchen das jetzt mal anzubringen. Hoffentlich geht das dann überhaupt noch. Tja. Das war ja klar. Zu viel des Guten. Sehr schade, dass man das jetzt hier nicht anbringen kann. Wahrscheinlich müsste ich erstmal. Genau. Und kann man da denn jetzt noch. Nö. Okay, das ist doof. Aber dann lass uns das doch so machen, dass wir diese eine Seite beleuchtet haben und wir hier so ein bisschen einen Bewuchs haben. Das ist ja dann auch okay. Vielleicht kann ich dann hier einen Knopf abbauen. Und stattdessen. So. Das ist doch auch okay. Dann haben wir hier einfach schon ein bisschen Abnutzungserscheinung, Moosbewachs, Bewuchs. Und ja, beim nächsten Mal, wenn ihr wieder einschaltet, ist das Ganze vielleicht schon ein bisschen gewachsen. Hängt das hier schon vielleicht ein bisschen runter. Und ich würde sagen, wir schließen jetzt diese Aufnahme. 1 Stunde 20 Minuten aufgenommen. Da kommen ein paar Folgen zusammen. Ihr habt das Dorf kennengelernt und es gibt noch sehr viel mehr zu entdecken unter der Erde. Viele, viele spannende Projekte, die auch noch nicht alle nicht fertig sind, beziehungsweise der kleine Brunnen ist jetzt soweit mal ganz okay. Aber hier haben wir noch einiges zu tun mit unserer Bibliothek, mit dem Nebengebäude und auch dem Hauptgebäude. Und ja, dann wollen wir unser Dorf noch erweitern. Wir haben eine wunderschöne Baumplantage, wo wir auch noch ein bisschen was zu tun haben. Das ist mir auch noch ein bisschen zu unübersichtlich. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was modifizieren. Außerdem brauchen wir noch Alternativen für diese Fackeln. Und da muss ich auch mal schauen, denn das hier gefällt mir auch noch nicht ganz, wie das hier an der Seite gemacht ist. Ansonsten, Dankeschön fürs Zuschauen und ihr seid herzlich eingeladen für die nächsten Play-and-Shows. Show and Plays, wie auch immer ich sie dann letztendlich nennen werde. Da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen und sage damit mit einem letzten Ausblick auf unser Dörfchen, lasst uns dazu nochmal hoch in die zweite Etage, ins Obergeschoss gehen von unserer kleinen Bibliothek. Sage ich damit Dankeschön und genießt den Ausblick noch ein letztes Mal. So. Dankeschön und vielleicht bis zum nächsten Mal. Euer Droidboy. Macht's gut. Tschüss.